Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir sehen ja noch das Ende des letzten Spiels, was wir leider unverdient verloren haben, aber wo wir wirklich bis zum bitteren Ende gekämpft haben und ich mir keine Vorwürfe wegen der Moral machen muss. Wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Noch vier, okay. Ja, ich versuche natürlich jetzt auf jeden Fall noch, ich will auf jeden Fall noch diesen einen Sieg haben, um Gold 2 zu erreichen. Einfach auch, um mich weiter zu verbessern und okay, irgendwie hat gerade mein Steuerkreuz funktioniert gerade nicht, weiß nicht wieso. Bundesliga, dann gewinnen wir halt das letzte Spiel mit der Bundesliga. Aubameyang hat noch zwei Spiele. Was ist denn mit Lacazette? Wie lange hat er jetzt noch? Noch drei. Ach, irgendwie, ich überlege halt gerade, wobei mittlerweile ist er bei vier Scorerpunkten nach vier Spielen, weil ich habe gerade überlegt, ob ich ihn vielleicht doch einfach als Leihspieler nehme. Weil so richtig überzeugt hat er mich bisher noch nicht. Und bei Wagner habe ich auch immer so ein ungutes Gefühl. Das ist auch nicht so geil. Weil er halt einfach so langsam ist. Aber wenn er halt die Buden macht, er hat schon so viele wichtige Scorerpunkte gemacht. Wir haben, glaube ich, zweimal 1-0 durch ein Tor von ihm gewonnen. 1-0 in FIFA 18. So, was haben wir hier? Courtois im Tor, sehr stark. Innenverteidiger, Inform Rechtsverteidiger. Müsste ein schneller Sturm sein. William hat auch Finisher. So, konzentrieren, komm. Der erste Sieg von dieser Aufnahme. Wir werden natürlich zweimal gewinnen. Überleg gerade, ob ich meinen Pullover mal ausziehe. Mir ist etwas warm. Langsam merke ich auch, dass ich müde werde. Gut, dass es nur noch vier Spiele sind. Wäre so geil, wenn immer montags mit Weekend League wäre. Ist echt blöd, dass es nur Ausnahme ist. Da hätte ich auf jeden Fall Sonntag und Montag zum Zocken Zeit. Nächste Woche weiß ich echt noch nicht, wie ich es mache, ne, bei der nächsten Weekend League. Ich habe eigentlich nächste Wochenende eigentlich nur Sonntag Zeit und wahrscheinlich auch erst so ab um 5 zeitigstens, aber eigentlich eher erst so ab um 7 abends. Mal gucken, ob ich da irgendwie noch Spiele. Also Samstag bin ich halt definitiv nicht da. Mal gucken, ob ich da irgendwie noch Spiele am Freitag hinbekomme, aber eigentlich habe ich da auch keine Zeit. Erster Angriff, nicht so geil. Sie machen es nicht Hoffnung darauf, dass der Gegner super easy ist. Ach du Scheiße, war das geil mit Aubameyang. War das geil mit Aubameyang? Das war geil, oder? Erstmal die Pace zum ersten Mal richtig ausgenutzt, den Ball so geil davor gelegt. Dann ist er tatsächlich geschafft, dadurch die beiden durchzutribbeln. Unglaublich, und dann macht er den halt auch ins lange Eck rein. Ach du Scheiße, mit seinem schwachen Linken. Das war ja mal richtig fett Aubameyang-Style. Ach du Gott, wenn er sich so immer spielen lässt, dann ist das mein Mann, ey. Gehen wir direkt mal auf Defensiv, schönes frühes Tor. Ist immer perfekt für die Moral, auch im FIFA 18, wo ein Tor halt nicht so viel zu bedeuten hat. Ja, der Gegner ein bisschen Glück. Schön mit Toprak. Ich musste jetzt reinflanken, das wäre einfach nichts mehr geworden. Oh, oh, da unten. Oh, zum Glück hat er es nicht gesehen oder hat nicht hingespielt oder wie auch immer. Da unten hätte er gerade so geil spielen können. Da waren nämlich zwei Spieler von ihm und nur noch einer von mir. Und er hätte halt definitiv da einfach in den Lauf spielen können.
Scheiße, die Schuster schon war irgendwie merkwürdig. Kam gar nicht geil. Oh 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 oh. Oh, ich dachte, er war rein. Ich dachte, er war drin. Krass geil von Fährmann. Ich wusste, dass er hinspielt, aber ich konnte meinen Spieler nicht mehr steuern. Also er ist einfach geradeaus dahin gerannt. Als wenn der Ball freiliegen würde. Wir brauchen ganz schnell noch ein Tor, weil das eine Tor wird nicht ausreichen gegen den. Das merke ich jetzt schon. Ich meine, wann reicht schon mal ein Tor aus in FIFA 18? Das war ein bisschen einfällig, dazu denken, dass wir wieder so einen geilen Laufpass hinbekommen. Den gemacht mit Bender. War alten Pass, aber er ist abgeprallt und macht dadurch nach oben. Scheiße. Oh, da stehen wir, da stehen wir. Da stehen wir aber zum Glück auch. Mann! War es aber auch einfach zu eng. Jetzt viele Fehler auf beiden Seiten. Nice. Ich bin doch nur drüber gesprungen, das war doch eigentlich ein Foul. Krasses Tor. Schöne Vorlage von Aubameyang und dann ein bisschen Glück, dass der Torhüter sich da komplett verschätzt und dann dadurch ein krasses Tor. Aber dafür kann ich natürlich nichts, das ist trotzdem Pech für den Gegner, dass der Torhüter sich da Courtois so ein bisschen merkwürdig verhält. Nice, 2-0 gegen den wirklich unangenehmen Gegner. Und gegen den reicht aber auch ein 2-0 noch nicht. Wie gesagt, ich will kein 2-0 mehr verlieren oder noch höhere Führung, aber gegen den reicht auch kein 2-0, das ist klar. Auch ein 3-0 ist bei denen noch nicht sicher, aber trotzdem ist natürlich ein 3-0. Einmal bisher hat es nicht gereicht, das wird aber hoffentlich nie wieder passieren. Aber ein 2-0 ist halt definitiv gegen den noch nicht ausreichend. Wobei ich zugeben muss, als ich dieses 2-0 und dieses 3-0 abgegeben habe, habe ich auch nicht so gut gespielt wie jetzt. Also jetzt spiele ich auf jeden Fall besser. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch höher, dass ich noch ein Tor schieße. Zumal die Moral jetzt komplett auf meiner Seite ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei dem 2-0. Oh, super, wäre durch gewesen, Fräulein. Wir haben nur zweimal geschossen, das nenne ich mal Effektivität, aber ich bin wirklich in letzter Zeit, was die Effektivität angeht, besser geworden. Es gibt auch genügend Spiele, wo ich schieße, aber man muss natürlich auch sagen, es gibt ja auch Spiele, dann schießt man 100 Mal aufs Tor und das sind halt auch alle einfach nur Chancen außerhalb der Box etc., die sind dann auch ein bisschen anders zu bewerten. Hier waren das, glaube ich, zwei wichtige Chancen, gerade das erste mit Aubameyang war ja wirklich traumhaft gespielt, also so krass ausgekontert.
Macht auch wirklich ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen, Aubameyang. Also wenn er sich so immer spielen lässt, wie gesagt, ist er jetzt auch noch ohne Champions-League-Style. Aber wenn er sich so immer spielen lässt, dann ist es auf jeden Fall, ja, ein geiler Spieler. Und wenn man den Raum hat, dann hat er halt auch wirklich mit seiner Pace nochmal einen Vorteil, den andere nicht mitbringen. Wobei die Pace kannst du halt bei vielen Spielern so boosten. Wenn er ein bisschen Grundpace mitbringt, Hand drauf und das war's. Jetzt wieder weniger reden. Komm, es steht nur 2-0. Noch nicht ausruhen. War das geplant? Das mit Sicherheit nicht. Wollte mal schön flanken. Ich denke, die Flanke wäre auch nicht so schlecht gekommen. Oh, Schmelzer mit Shadow setzt sich da durch. Sehr schön. Hätte er, denke ich, ohne Shadow niemals geschafft, weil er dafür gar nicht schnell genug gewesen wäre. Wird noch als Foul gewertet, das ist sehr gut, weil der Ball nicht angekommen wäre. Oh, soll ich hier echt reinflanken? Da steht ja so gut wie gar niemand. Vor allem niemand Kopfballstark ist. Ich dachte, ich kriege jetzt einen schönen Distanzschuss. Wieder macht er den Fehler. Hätte, glaube ich, wieder flanken sollen. Wahrscheinlich wäre es am besten gewesen, so eine halbhohe Flanke, aber die mache ich eigentlich nie. Einfach weil ich mir das nicht angewöhnt habe, so eine Flanke zu spielen. Schade, aber gut, Hector mit den schwachen Rechten, das ist eher unwahrscheinlich. Oh, da unten ist ein Problem. Zum Glück waren noch ein paar Leute da. Kein Foul. Also wirklich ein bisschen auf den Sack geht, ist, wie einfach Pässe sind. Man kann wirklich die vogelwildesten Pässe aus der Drehung spielen mit sonst was für Spielern und die kommen einfach. Schade, oh, die Schusstäuschung war so genial, die kam richtig perfekt. Aber dann der Pass leider nicht mehr. Krass, dass es kein Foul war. War, denke ich, eher. War, denke ich, eins, aber hat es nicht gepfiffen. Oh, immerhin mal wieder einen Kopfball gewonnen, auch wenn der leider zu unplatziert war. Siebenundsiebzigste jetzt. Kein Gegentor fressen, dann wird es ein Sieg.
Scheiße. Oh, Glück gehabt. Och, Pech gehabt. Glück im Pech, im Unglück, im Pech, im Glück, im Pech, im Glück gehabt. Und hier hat mal Gegner ein bisschen Glück, dass er dann eigentlich scheiße baut. Ah, das spielt aber auch viel zu hastig. Aber das kenne ich. Wie gesagt, Moralbonus ist wirklich dann das Wichtigste. Wer hier wer bei dem 2-0 eine gute Moral zeigt und weiter anständig spielt, hat halt so eine hohe Chance. Also wenn er nicht total schlechter ist als man selber, logischerweise. Aber der Gegner, wenn er eine hohe Moral gezeigt hätte und so weitergespielt hätte wie am Anfang, wäre das hier viel gefährlicher für mich geworden. Und das Risiko, dass das hier noch aus dem 2-0 in 2-2 geht, wäre viel höher gewesen. Aber er hat halt auch dann keine gute Moral bewiesen, meiner Meinung nach. Merkt man halt einfach, dass er jetzt anders spielt, schlechter spielt, hastiger spielt. Nicht mehr so abwartend auch spielt, überlegt spielt. Und naja, 86, damit kann ich leben. Und deswegen, ja, würde ich sagen, er ist hier ein bisschen angepisst. Also schlechte Moral halt. So, jetzt gehen wir halt auf Abwehrriegel rein und machen halt ein schönes Zeitspiel. Das war ein interessanter Pass von Aubameyang. Das kann anscheinend nicht so gut. Das war's mit unserem Zeitspiel. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Ball wiederbekommen. Sehr gut. Sehr gut. Damit haben wir Gold 2 erreicht, Freunde. Und wir haben sogar noch eine kleine Chance, Gold 1 zu werden. Also wir müssen jetzt nochmal zwei Spiele gewinnen, also ich glaube 3. Aber Gold 2 ist schon mal geil. Wir spielen halt auch nicht schlecht in letzter Zeit. Tore 1-1. Vorlagen. Schon wieder Aubameyang mit 2 Scorerpunkten. Er macht sich langsam. Ah, das war auch ein geiles erstes Tor, ey. Meine Herren. Eigentlich wollte ich es nicht nochmal anschauen, aber wenn wir jetzt dreimal hier drin sind, why not? Nice. So eine dritte Einstellung, ja. Frag mich, ob dieser Schuss als geschlenzt zählt. Ich habe nicht geschlenzt, aber es sah so aus, als wenn der Gegner, als wenn Aubameyang ihn selber geschlenzt hat. Direkt mal nachschauen. Ob da unser. Yay! Gold 2! Ob da unser Schlenzen-Dingens gestiegen ist. Fünf von acht, wo hatten wir 4 von 8? Also dann scheinbar ja. Noch ein Spiel Aubameyang. So, Calcio, bitte gewinnen, weil dann brauchen wir nämlich aus den letzten, wenn wir das jetzt gewinnen, brauchen wir aus den letzten zwei Spielen noch einen Sieg für Gold 1. Das wäre geil. Ich meine, ich spiele eh wieder alle Spiele, weil es geht ja auch wieder um die Monatsplatzierung. Okay. Tja, dann würde ich sagen, Action. Aber ich werde langsam echt müde. Es ist so schwer, noch so konzentriert zu bleiben. Aber gut, nach dem Spiel noch eine Aufnahme, dann habe ich es auch geschafft. Aber es macht echt Spaß. Ich habe mich auch total darauf gefreut, jetzt nochmal schön 10 Spiele zu haben am Montag. Und auch da konnte ich mit den 10 Spielen, 2 habe ich, wann habe ich die 2? Ah ja, ich habe angefangen zu spielen. Ich glaube, 21:30 abends für die letzten 10 Spiele. Also auch da hatte ich wieder nicht eher Zeit, leider. Es ist halt sinnvoller, nachmittags anzufangen, weil einfach viel fitter und so im Kopf. Und nicht schon abends, wo man total im Arsch ist, aber egal. War halt auch Joggen vorher. Das wollte ich auch nicht ausfallen lassen, deswegen. Das Joggen ist wichtig. Aber es bringt einen dann logischerweise auch nochmal schneller in die Müdigkeit rein. Okay, das ist kein schönes Team. Warum? Weil es eher moderate Spieler sind. Wir haben generell noch gar kein so richtig, richtig krasses Überteam gehabt. Beziehungsweise schon lange nicht mehr. Am Anfang hatten wir ein, zwei ganz gute Gegner, also Teams, aber so richtig krasse Überteams hatten wir jetzt noch, ja, noch nicht, beziehungsweise lange nicht mehr. Okay, konzentrieren, nicht so viel labern und zusehen, dass wir hier schnelles Tor wieder schießen.
Oh, ja, haben wir Glück. Sehr schnell, sehr guter Aufbau. Abseits. Macht denn der? Rennt der mega aggressiv mit seinem Stürmer hinterher? Boah, ist das. Das scheint so einer zu sein, der super aggro drauf geht. Zumindest macht er das bisher. Krass, das war so ein krasses Foul, das wird nicht gepfiffen. Zum Glück ist Gulam da. So, Deck dazu, ja. Oh, Icardi hat sich verletzt. Da bin ich ja mal gespannt, ob er nach dem Spiel immer noch verletzt ist. Vor allem Icardi war doch gerade gar nicht hier dabei und hat er sich verletzt. Krasse Flanke, schade, Donnarumma war noch dran. Aber zu straff geschossen und nicht richtig rangekommen. Naja, aber das ist nur ein Tor, wir haben noch genügend Zeit, das zu drehen. Die Flanke war halt krass. Ich weiß nicht, ob die so geplant war, ich glaube es fast nicht. Na, Icardi ist verletzt, mal schauen. Schade. Habe ich das so straff aufgezogen? Oh mein Gott. Eigentlich ein schöner Schuss von Brozovic. Krass, dass er den sogar festhält. Also der Gegner macht schon leichte Fehler hier im Aufbau, in der Verteidigung, finde ich. Also eigentlich müssten wir hier. Aber auch wieder ein guter Schuss. Fällt er auch wieder einfach fest. Was ist denn da los? Eigentlich müssten wir hier definitiv Chancen bekommen auf Tore. Och, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Ball noch kriege, deswegen, aber das war gerade auch mangelnde Konzentration. Also meine Müdigkeit, ich merke die. Okay, es ist, ja, also das war komplett gelackt, das Tor. Da kann ich nichts machen. Aber ganz ehrlich, gegen den Gegner traue ich. Aber ich glaube, immer wenn ich sage, ganz ehrlich, gegen den Gegner traue ich mir auch zwei Tore zu, habe ich noch nie gewonnen. Also egal. Wann ich das gesagt habe, ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, mein Spiel zu drehen. Sobald der Gegner zwei Tore hatte und ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich glaube, gegen den schaffe ich es auch, ein 2-0 aufzuholen. Also, wenn es 1-0 stand und ich habe das gesagt, dann habe ich es schon hinbekommen, klar. Es ist ja auch nicht so schwer, aber immer wenn es mehr als ein Tor war, was ich hätte aufholen müssen und ich habe das gesagt, war es das. Also, habe ich es trotzdem nie geschafft. Aber bei dem habe ich halt auch wieder das Gefühl, weil er einfach Fehler in der Verteidigung hat. Und man ganz okay gegen ihn dribbeln kann bisher. Aber leider ist er im Angriff halt auch nicht so schlecht und das ist halt schwer. Ich muss halt jetzt mal ein Tor machen. Also ich kann halt nicht irgendwie dann 3-0 versuchen aufzuholen. Das funktioniert nicht. Entweder mache ich es 2-1 oder wahrscheinlich war es das dann. Vielleicht würde ich sogar das Spiel abbrechen, wenn es in der zweiten Hälfte 3-0 steht. Einfach weil
ich dann Zeit spare und vielleicht meine Konzentration hochhalte. Aber ich will jetzt eigentlich dieses 2-0 definitiv nicht wegschenken. Scheiße. Krass gehalten von Donnarumma. Es ist wirklich der beste Torhüter, den ich bisher hatte in FIFA 18. Also Stellungsspiel scheint nicht so wichtig zu sein für den Torhüter. Reflexe und... Scheiße. Reflexe und Hechten ist wichtig und groß sein. Ich hätte eher passen sollen. Das war mein Fehler. Aber ich sage ja, meine Konzentration lässt leider nach. Och, doppelt fuck. Scheiße, wenn ich ein bisschen wacher wäre, wäre der Gegner deutlich leichter. Weil er macht halt Fehler in der Abwehr. Er geht ein bisschen zu aggro drauf. Man kann ganz gut gegen ihn dribbeln. Er hat schon wieder Glück. Mann, ach Mann! Wer schießt jetzt das dritte Lagertor hier? Zum Glück nicht. Wenn wir Andersen hier durchrennt und es sogar schafft. Mist. Aber ich bleib dabei, es gibt hier Chancen zum 1-0, 1-2 und sobald das läuft, dann ist die Moral wieder auf meiner Seite. Also ich denke, ich zeige auch so eine gute Moral. Aber ich merke halt, dass ich Konzentrationseinbußen durch meine Müdigkeit habe. Das ist nicht so gut. Aber mir gefällt wirklich meine Moral in den letzten Spielen. Ich gebe nicht auf, auch wenn ich hinten liege. Ich kann mich mit Niederlagen abfinden. Ich weiß gar nicht so richtig, woran das liegt, dass ich nicht mehr so angepisst bin. Aber so muss es ja auch sein. Wahrscheinlich einfach, weil ich gut spiele. Wenn man gut spielt, kann man einfach auch mal eine Niederlage einfacher akzeptieren. Schön gemacht von Benatia. Wenn das nicht einfach nur traumhaft geil vom Anfang bis zum Ende gespielt war, dann weiß ich auch nicht. Richtig geile Doppelpässe. Und dann macht El Shaarawy das Ding auch. Der mausert sich auch immer mehr. Und das war, glaube ich, der schwache linke Fuß, auf den er nur 2 Sterne hat. Krasser Pass von Icardi. Ja, es ist der schwache linke. Ach, und das war ein richtig schwerer Abschluss. Also, aufgrund der Tatsache, dass er nur 2 Sterne auf dem schwachen linken hat, war das richtig Glück, dass der reinging. Weil das ist ultra schwer für den. Ach so, ich muss natürlich auch offensiv bleiben. Brauchen ja noch eins. Aber da haben wir das erste. Vielleicht wird das wirklich mal das erste Spiel, wo wir es 2-0 aufholen und es vielleicht auch drehen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Scheiße, wenn der Schuss nicht geblockt wird, war auch schon wieder geil gespielt. Benatia macht Spaß. Trotzdem hätte ich auch mal richtig Bock auf Koulibaly. Weil er war ja schon ohne Chemistry Style, ich würde sogar sagen, noch besser als Benatia. Und das, obwohl Benatia mit Chemistry Style spielt. Felipe Anderson, nice.
Nice, Icardi, nice! Nice! Sowas von nice! Love you! Nice! 2-2, come on! Jetzt machen wir das 3-2 und es ist dann das erste Spiel, wo man 2-0 drehen. Come on! Come on! Komm schon! Sehr geil! Unhaltbar, sehr, sehr geil! Komm schon! Über den Gedanken, an meinen Spieler zu wechseln. Man, das von einem Vogel will die Grätsche. Oh, die Moral, die Moral, die Moral. Die, ach, das ist ein Foul. Ach, zum Glück. Geil, dass es pfeift. Die Moral scheint gerade abzuhauen bei ihm. Ah, ich denke, Philipp Andersen muss gewechselt werden. Guter Kopfball, schade. Das wäre geil geworden, jetzt schon das 3-2 zu machen. Schade. Das hat er gut getribbelt. Das ist er nämlich auch so. Deutlich aggressiver und macht riesige Fehler hier. Also, was ist denn das für eine riesen Lücke gewesen? Schade. Oh, das hätte das 3-2 sein können. Ach so, abgefälscht, alles klar. Ach, schade, erklärt's. Jetzt brennt's bei ihm, meine Freunde. Jetzt brennt's bei ihm. War dumm von mir, haben wir Glück. Ah, ich muss es jetzt reinflanken, da ist das Ding! Strootmann! Nice, kommt alle mit jubeln! Ja! Ja! 3-2, Spiel gedreht! Vom 2-0, meine Freunde! Und jetzt machen wir noch ein 4-2, damit wir das Ding hier im Sack haben. Nice! Ich hab's euch gesagt! Das erste Mal, dass es zumindest dahingehend funktioniert, dass ich aus dem 2-0 noch ein 3-2 machen kann. Haben wir natürlich ein bisschen Glück mit dem Abpraller, aber egal. Ist, glaube ich, das erste Tor für Strootmann. Hat, glaube ich, bisher noch nicht so gemacht. Ist ein sehr, sehr defensiver Sechser, aber das macht gar nichts. Nice! Gut verteidigt. Oh, da muss noch einer von mir stehen. Aber jetzt haut er wirklich nochmal alles raus hier. Man merkt's. 84. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man 2-0 nochmal abgibt. Ich weiß es. Es ist richtig beschissen. Deswegen versucht ihr jetzt hier auch auf Krampf.
auf Krampf noch irgendwas zu reißen, aber dann bin ich halt einfach so abgeklärt. Dann bin ich halt einfach so abgeklärt, dass ich das 4-2 mache und der Deckel ist drauf. Nice! 2-0 gedreht. Oh, wir haben es geschafft. Endlich. Nächste Ziel, 3-0 drehen. Aber es darf gar nicht passieren, dass wir wieder die Chance bekommen, weil ich will nie wieder 3-0 hinten liegen, ne? Okay. Der Rossi, Strootmann, meine Sechser drehen durch. Nice. Krass, Alter. 4-2, nachdem wir 2-0 hinten lagen. Fünf, zwei, krass, Alter. Nachdem wir 2-0 hinten lagen. Aber ich denke, das fünfte Tor, da hat er jetzt auch nicht mehr richtig verteidigt. Aber die vorhergehenden vier auf jeden Fall. Sehr geil. Und Chorabi, Doppelpack. Vielleicht sogar noch eine Vorlage, ich weiß es nicht. Aber zwei Tore. Und Lacazette hat auch einen guten Job gemacht als Einwechsler. Oh Gott, wie am Boden der jetzt ist, der Gegner. Ich kenne das Gefühl. Es tut so weh. So scheiße nach einem 2-0 zu verlieren. Und dann auch noch so bitter zu verlieren. So heftig mit 5 Gegentoren noch. Aber das hatte ich natürlich nicht gedacht, dass ich dann auch so eindeutig gewinne. Wie gesagt, das fünfte kann man vielleicht ein bisschen ignorieren, das fünfte Tor. Da hat er nicht mehr richtig verteidigt, würde ich sagen. Aber die ersten vier Tore, die haben einfach gut, beim vierten haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Aber egal. Es war trotzdem verdient, dass wir jetzt hier gewinnen. Es gibt drei Spieler mit 9,5, dann noch zwei mit 9,4 und noch ein mit 9,2 und keiner unter 8. Ach doch, Lacazette, aber der ist eingewechselt, das macht nichts. Und Felipe Anderson, der ist ausgewechselt, macht auch nichts. Tore 2, Sharabi, 1 Strootmann, 1 Icardi, 1 De Rossi, Vorlagen, 3 Brozovic, krass, und natürlich wieder einer Icardi. Lacazette hat gar nichts gemacht, ich dachte, er hätte auch eine Vorlage oder so. Nein, er hat nichts, krass. Was für ein Spiel, ey. Nice. So, jetzt brauchen wir noch einen Sieg aus den letzten beiden Spielen für Gold 1. Wie krass wäre das denn, wenn wir jetzt wirklich noch Gold 1 schaffen in dieser Weekend League? Die ging so scheiße los. Die ging beschissener los als die letzte. Aber wir haben halt auch noch zwei Spiele, die uns beim letzten Mal geklaut wurden. Ich hoffe, es bricht jetzt nicht irgendwann ab. So, was wollte ich machen? Ich wollte noch mal gucken, ob wir irgendeine. Wie sieht's aus mit den angeschnittenen Schüsse? Haben wir da jetzt, war da einer dabei? Ich habe nicht selber angeschnitten, aber manchmal hat man ja Glück und die schneiden von alleine an. Ne. Crazy, crazy, meine lieben Freunde. Wie sieht's denn eigentlich bei El Sharabi? Quatsch, bei El Sharabi, bei Brozovic aus? 31 Spiele. Es ist unglaublich, wie der halt auch einfach mal über einen Scorerpunkt pro Spiel macht. Krass, 15 Tore, 19 Vorlagen. Arangis, 43 Spiele, 22 Tore, 16 Vorlagen. Er macht ein bisschen mehr Tore als Vorlagen, aber das macht ja nichts. Und El Sharabi müsste sich auch gesteigert haben. 18. Rossi hat in 40 Spielen gerade mal 3 Scorer-Punkte. Vor allem die Vorlagen sind echt wenig. Und okay, Strobmann hat gerade mal ein Tor. Das macht aber auch nichts. Ich glaube, Gulam ist der gefährlichste Außenverteidiger bisher. Schießt auch die Elfmeter schon oder hat sie schon geschossen. 46 Spiele, 7 Scorer-Punkte. 14-1. Was rufe ich denn bei der Innenverteidigung nach? Ich will die Außenverteidiger nachgucken. 17 gar keine. 23-1. Okay. Wie sieht es mit der Innenverteidigung aus? Die hat ja echt wenige Tore gemacht. Ginter hat mal ein Kopfballtor gemacht, das weiß ich noch. Toprak noch gar nichts. Mustachio hat schon eine Vorlage und ein Tor und Benatia hat noch nichts. So, ich sollte nicht lange rumeiern, weil ich merke echt, wie ich müde bin. Ich werde mir jetzt auch noch mal schön kaltes Wasser ins Gesicht spritzen. Also dann bis zum nächsten Mal. Ja, Paxis. Tschüss.